wir dann nachher. Ich habe auch gedacht, also mit diesem Garten hier, mit diesem unterschiedlichen Garten, genau, mit diesem unterirdischen Garten sind wir schon am Ende des Bergs angekommen. Wir können auch in diese Richtung weiter ausbauen. Das ist gar kein Problem. Aber ja. Aber weiter jetzt in die Richtung, in die ich gucke und nach rechts, das wird schwierig. Jetzt haben wir da Cotton Seed und was war das hier? Güsal Seed, okay. Ich nehme erstmal hier alle Seeds mit. 11. Okay. Dann machen wir hier weiter. Ich muss dann, glaube ich, tatsächlich Eisen in die Hand nehmen. Ah, jetzt habe ich Shit gebaut, oder? Na gut, dann. Ja, ich würde gerne hier durchgehen und dann die verschiedenen Arten von dieser Seite her ansehen. Na, machen wir ganz bunt gemischt erstmal. Irgendwann sortiere ich das nochmal. Wir brauchen ja nur 4 davon. Hier haben wir nur 2. Das war immer ein schneller Save. Ah, da hat sich Unkraut gebildet. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund Gras braucht. Ah, kann ja sein. Man braucht aus irgendeinem Grund Gras. Da kann man dieses Unkraut tatsächlich dafür benutzen. Das kann man züchten, wenn man da so Unkraut hat. Kann man das mit einer Hake abbauen und da kriegt man einen dieser Standard-Gemüseblöcke, nenne ich es mal. Also irgendwie Gras, Dornen gibt es glaube ich auch. Blümchen bin ich mir gerade nicht so sicher. Also irgendwie so ein Standardgerät, was normalerweise in der Botanik rumläuft. Rumläuft, ja. Wunderbest. Ah, siehst du, da hat sich was nachgelegt. Hier sollte sich auch was nachlegen. Okay, wir haben ein Feld zu wenig. Das kann ich aber off-cam, kann ich das nachziehen. So, jetzt überall nochmal reingeguckt, ob hier Unkraut wächst. Dieses Unkraut breitet sich nämlich aus. Gut, wie geht das mit dem Kreuzen? Haben wir Potato und Carrot? Haben wir. Oder machen wir erstmal so irgendwas. Hier setze ich Potato rein, hier setze ich Karotte rein. Und dann an den Dingern dran, ich glaube das muss mit Reifensachen sein, setzt man so ein Gerät. Und dann mit der Zeit spawnt hier zwischen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit entweder ein Seed. Die sind nicht analysiert, deswegen klappt sowieso nicht. Also hier spawnt dann ein Seed drin, also ein Saatgut, eine Pflanze, die entweder eine Verbesserung, eine Mutation von einem dieser 4 rumherum ist oder eine Kreuzung von denen, die hier rumherum sind. Da gibt es auch noch ein Buch zu, das man im Seed Analyzer sich angucken kann. Wo ist denn das Buch hier? Da. Dafür braucht man 4-mal Saatgut. Und 4 Cropsticks. Brauchen wir uns das doch mal. Dann brauche ich das ja nicht hier auf der grünen Wiese erzählen. Packe ich erstmal das Saatgut da rein. Ach, die 4 kann man da wachsen lassen. Ich möchte das schon ein bisschen unterteilt haben. Also wir müssen jetzt ein Buch machen. Gucken wir nochmal. Book.
Ach, Book and Quill. Da ist mal ein Buch. Burlap haben wir, glaube ich, noch. Und das hier wird auch, konnte ich doch genau, mit dem Eimer und... Was waren das? 8 waren das, ne? Papier. 4 nur. Also nehmen wir 12. 12 Sägemehl mit. Aber auch mehr als genug. Ich habe da schon zeitweise wieder Holzkohle draus gemacht und was denn hier was. So, für ein Buch brauchen wir das. Eine Feder. Federn kann man übrigens aus Chicken-Essenz herstellen. Aus Hütchen-Essenz. Und Hütchen-Essenz macht man aus Eiern und, ja, aus Eiern hauptsächlich. Hühnchen-Essenz. Ich liebe es. So, da brauchen wir hier einen von. Dann machen wir 3 Seiten Papier, das und das. Dann brauchen wir noch Tinte. Haben wir die alle aufgebraucht? Kohle-Essenz. Ja, natürlich kann ich jetzt einfach die Kohlen kaputt machen. Technical Essence habe 20, ja, siehst du wohl. Da können wir doch mit der Technical Essence können wir doch einfach Farbe herstellen. Nehmen wir die mal und dann hier nochmal. Also Book and Quill. Barbara Starco, Black Vegetable, Black Dye. Naja, das ist sie nicht. Da, Inksack. 3 Stück in einer Reihe. Da gibt es 6 Inksacks. Das mit diesen Farbrezepten ist das total ulkig. Ich zeige euch das mal hier. So ist eine Farbe. So ist eine Farbe. So glaube ich auch, ne? Ja. Immer, dass man irgendwie 3 Stück anordnet, ist irgendeine Farbe. Okay, das jetzt nicht. Es ist saupraktisch. Es gibt ja, also die Carpenter. Ne, die, ach, jetzt verhaspel ich mich hier. Die Architecture Mod. Die braucht für ihre Werkzeuge orange. Nee. Orangene Farbe. Und woher nehmen, wenn ich kaufe, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Können wir hier Wasser rausnehmen? Ja. Tun wir gleich wieder rein. Es gibt sogar 2 Papier. Praktisch. So, und dann machen wir daraus ein Buch. Bock, bock. Book and Quill. Na, habe ich in eine Kiste gepackt, ne? Master zieht es über. Das passt doch. Wie? Willst du nicht? Buch. Gedöns. Noch mehr Gedöns. So, und jetzt habe ich natürlich den Seed Analyzer vergessen. Ah, das Laufgeräusch der Spinnen ist eklig. Mit Kopfhörern vor allem. Ja, was mache ich denn hier? Das sieht denn Laser ist eigentlich in irgendeiner dieser Kisten drin. Da ist er nicht. Da ist er. Die waren schon 2 Blöcke dick und haben trotzdem schon so einen Scheiß wieder hier. Zack, zack. Den stellen wir einfach hier drauf. So. Hier kommt das Buch hinein. Und wenn wir jetzt irgendwas... Habe ich hier noch irgendwas? Ah ne, das wird dann ja wieder... Sind wir mal ganz stumpf. Wie immer also. Das ist jetzt ein Agri-Kraft-Setzling geworden. Da steht Unidentified. So. Der wird jetzt schön durchanalysiert. Das
Das hatten wir ja schon mal hier mit Stärke und so was. Da kann ich mir diesem Buch hier erstmal alles so durchlesen. Boah. Das war auch mal größer. Und dann sehe ich die Saat, die ich da analysiert habe. Also, was sind die Wachstumsstände? Ja, das ist ein bisschen verschoben hier. Mit Vanillatexturen ist das alles ein bisschen optimaler. Also sieht man, wie die Crops aussehen in den Wachstumsständen und hier mit welcher Beleuchtung sie am besten klarkommen. Und hier sind die Früchte, die man daraus kriegt. Oh, dann nehmen wir mal was ganz anderes. Nehmen wir Karotte. Aber erstmal pflanzen wir das hier nach. Ja, das ist... Ich habe mich am Anfang auch gewundert, als ich mit dieser Mod angefangen habe. Es gibt jetzt Samen für Karotten und für Kartoffeln. So, wird schön durchanalysiert. Ach, ich habe das Buch vergessen. Das sollte jetzt noch geklappt haben. Nee, hat nicht geklappt. Aber für George. Packen wir es rein, raus, rein. Willst du mich verarschen? Anscheinend schon. Dann muss ich hier ein anderes Stück Saatgut nehmen. Nehmen wir mal die Kartoffel. Kann ich die Kartoffel eigentlich analysieren? Nö. So, Buch ist drin. Ach, stimmt, man kann auch einfach lesen, wenn das Ding da drin ist. Ach, das ist der schon analysiert ist. Nehmen wir den dann. Zack. Kartoffelsaat. So, eigentlich... Kartoffel hat keine Mutation? Ach, das sind die entdeckten Mutationen, wenn ich mich nicht irre. So, komm mal raus da. Ja, das ist, weil wir die gleichen, also die Saat, wir haben die Kartoffelsaat und die Karottensaat haben wir analysiert. Und die ergeben irgendwas zusammen. Die kann man kreuzen und da kriegen wir was Neues raus. Ja, bei der Kartoffel steht das respektive auch mit drin. So sieht das aus. So, dann räume ich mal den ganzen Krams weg, den wir hier im Inventar haben. Und ich würde sagen, da uns die Rohstoffe ausgehen und ich langsam kein Strip-Mining mehr sehen kann, bereiten wir uns auf eine Höhlentour vor. Ach, das kann ich da hinten mit in die Kiste. Das kommt hier wieder mit rein. Ich könnte auch nochmal wieder das Wasser da hinten erstmal auffüllen, ne? Hier hatten wir doch einen Ort für... Ja, genau. Handgedöns. So, was haben wir noch alles im Rucksack? Komm, jetzt mal raus mit dem Sheet. Wunderbärchen. Also jede Menge Futter. Ganz normale... Was ist da drin? Spinat. Ingwer. Und... Krotons, kommen wir anders hin. Oh, das ist immer das Spannendste. Aber ich bin so ein Sortierfreak, es tut mir ja leid. Und irgendwie merkt man sich auch so halbwegs, wo die Sachen waren. Ne, das ist Saatgut, das kommt ganz woanders hin. Karotte. Nein. Nee, das sind die falschen runden Perlen. Okay, dann nochmal Berries. Ja, genau, Gunpowder. Papier können wir hier auch mit reinpacken. Packen wir es da mit rein. Burl. Hatte ich irgendwo ein Leder her oder womit hatte ich das jetzt gebaut?
komisch. Im Rucksack ist nichts mehr drin und jetzt können wir hier wieder... das meiste muss ja wieder... in irgendwelche Baukisten rein. Das bleibt drin, den will ich hier mit haben. Achso, das ist unsere selbstgezimmerte Schaufel. Wo habe ich die denn schon wieder her? Oh, die Axt muss auch mit. Was zu futtern haben wir hier? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Den müssen wir erst noch reparieren, ansonsten ist eine Höhlentour nicht so sinnvoll. Habe ich meinen Atlas noch? Wo ist mein Atlas? Ich hätte doch einen antiken Atlas. Hier kannst du alles haben. Das ist jetzt meine Baukiste. So, hier, herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen. Kannst du behalten. Vielen Dank. Habe ich den hier irgendwo mit reingebrettert? Also hier ist er nicht drin. Was zu futtern, der Schlüssel. Oha, wenn der jetzt weg ist, da beiße ich mich in den Hintern. Na gut, so klasse ist er jetzt. Also so teuer ist er nicht, aber... Tinker, Mighty Smelter Material. World Domination. Oh nö, wo ist denn der Atlas? Gut, wir können nach oben gucken. Oder übersehe ich den jetzt? Nee, ist weg, oder? Achso, das ist übrigens der Spaten zum Versetzen, den hatte ich unten benutzt. Ich habe das Gefühl, als würde da irgendwas fehlen. Bist du böse? Anscheinend schon. Das liebe ich ja jetzt wieder. Ja, kein Atlas. Wir müssen wohl einen neuen Atlas machen. Das ist ja nichts. So sieht er aus. Und nicht anders. Also dafür brauchen wir nochmal drei Papier. Ja, wir müssen eine Höhle suchen und dann irgendwo was ganz Geiles finden und dann da ewig bleiben und ich nach einer Woche da rumhocken und nicht mehr weiß, wie wir zurückkommen. Wie habe ich den denn verloren, sag mal? Ja, ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich sieht das halbe Internet diesen Atlas jetzt hier irgendwo. Finde ich jetzt irgendwie doof. Also, Papiere. Papers, Papers. Ein Paper. Geil. Also, drei, vier. Und Burlap. Wie viel haben wir davon noch? 9. Das trifft sich sehr gut, weil ich möchte hier noch so einen Rucksack bauen. Na komm, hier färben wir den ein. Was haben wir denn für Farbe? Orange, wie das nur sein kann. Rucksack. So, ich brauche da noch ein Wasser. Beziehungsweise zwei Wasser. Habe ich so einen Tank dabei? Nee. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich dachte nur, ein Tank für Lava. Balava Lava. Das sieht doch schon nach was aus hier. Können wir noch mal ein bisschen auffüllen, wenn wir schon mal dabei sind.
Was uns hier unten jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist so ein Chunkloader. Jetzt ja nichts, dass unser Gemüse und alles frisch und fröhlich vor sich hin wächst, aber nur, wenn wir in der Gegend sind. Also da habe ich schon mehrere Sachen. Man kann da Quarries nehmen, man kann sich Dimensionsanker bauen. Man kann sich mit Chicken Core, gibt es da auch noch irgendwie so Anker. Joa, so. So, mit dem Eisen, was wir da rauskriegen, müssen wir auf jeden Fall die Sprinkleranlage weiterbauen und eine Pumpe. Also man kann dem hier dann tatsächlich fast beim Wachsen zusehen. Gucken wir mal, 28%. Na fast, sage ich. Man kann das auch noch... Es regnet. Man kann das auch noch dadurch verbessern, dass man die halt züchtet. Ach, jetzt brauchen wir 4 Redstone für einen Kompass. Ja, dass man die züchtet, dass sie halt mehr wachsen, also schneller wachsen. Und dass sie auch mehr Ertrag abgeben. So, da. Eisen und Rotstein. Das war nicht das Rezept. Wie war das Rezept für ein? Es war umgekehrt. Muss ich mal gucken, wie viel Eisen wir oben noch haben. Um daraus dann... Und es ist alles weg. Es ist alles weg. Ach, wie ärgerlich. Und ich glaube, die Biome sind auch wieder ein bisschen kaputt. Muss ich mir mal die IDs anschauen. Ich habe da schon ein bisschen mit rumgedaddelt. Vielleicht habe ich wieder mal an der Version, also an der Live-Version rumgebastelt, aus Versehen. So. Ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir warten ab, bis der Regen zu Ende ist. Kauen noch so ein bisschen hier mit dem Eingemachten rum. Und dann gehen wir los. Aber bis dahin mache ich es vernünftig und verabschiede mich mal wieder. So richtig total. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Auch wenn wir diesmal nur ein bisschen Gartenarbeit gemacht haben. Na, ich hatte auch viel zu zeigen. Hoffe, es macht euch noch Spaß und es ist okay für euch, dass ich so viel Offcam mache. Ich kann natürlich auch alles während der Aufnahme machen. Das hat aber hier ein paar Stunden gedauert, weil ich immer wieder zurück musste. Aber wo zurück? Zurück zum Thema. Ich werde dann hier unten werde ich ein bisschen Eisen investieren, damit es auch noch ganz ist. Hier, oh. Ich glaube, ich tausche die Rüstung dann teilweise aus, weil ich habe nur noch 19 Level. Ja, ich bereite... 0. Okay. Ich bereite das vor. Und dann gehen wir nächstes Mal auf große Fahrt. Und vielleicht finde ich beim Strip Mine oder irgendwas. Kann euch die Höhle nächstes Mal auch mal zeigen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich bei euch. Hoffe, es macht euch Spaß und ihr kommt wieder. Und ich sage, bis dahin. Ciao.